Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Edge of Eternity. Ja, in der letzten Folge ist unsere Freundin leider verstorben, beziehungsweise ein Freund liegt auch irgendwo da hinten, glaube ich, unter den Trümmern. Und wir müssen uns jetzt aufmachen zum Sammelpunkt. Da fällt mir uns ein, haben wir eigentlich sowas wie eine Karte? Nein. Können wir hier drüber irgendwas sehen? Nicht stecken, was auch immer das bedeutet. Anscheinend nicht. Ja, das ist natürlich Mist. Du kannst aktuelle Aufträge auf dem rechten Feld auf dem Bildschirm nachverfolgen. Auf der Auftragsoberfläche kannst du die Aufträge auswählen, die du verfolgen willst. Das ist schön. Und wie komme ich zur Auftragsoberfläche? Das aktuelle Auftragsziel wird mit dem im Kompass angezeigt. Ah, okay. Gibt es einen sichtbaren Zielpunkt, wird dieser auf der Weltkarte angezeigt. Also es gibt anscheinend doch eine. Nicht alle Aufträge haben sichtbare Zielpunkte. Es wäre nur schön, wenn man dann sagen würde, wie man die Weltkarte aktivieren könnte. Weil normalerweise ist das ja nun mal M und hier ist nichts mit M. Da können wir gar nichts machen. Deswegen irgendwie alle Tasten, die normalerweise in Spielen belegt sind, können wir gar nichts mitmachen. Bin ich mal gespannt. Vielleicht finden wir das ja noch raus. Where's the 5th contingent? What the hell are they doing? If they're not here yet, then... No! There's no way they've been wiped out! No way! Okay, also sprinten können wir nicht. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die wir haben. Gehen können wir auch nicht. Also ist das Standardgeschwindigkeit. So. Hier leuchtet irgendwas. Hallo? Wäre schön, wenn man das... Ah, einfach durchlaufen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sah irgendwie sehr positiv aus. Don't look. Stay here. Stay with me and we'll make it. Ach, du bist aber sehr zuversichtlich dafür, dass ich das Spiel das erste Mal spiele. Oh je. Gut. Also ich muss sagen, das ist für mich persönlich völlig anderes Spielgefühl als das, was ich gewohnt bin. Da kann man anscheinend nichts mitmachen. Ich habe zwar früher mal Heroes of Might and Magic gespielt. Ich glaube Teil 4 oder so. Also wirklich die Anfangsspiele von früher. Aber das ist echt schon lange her. What is this? Brace yourselves. Genau. Oh je. darf ich hier vielleicht mal drehen? Hallo? It's calling thunder. Get out of the target zone. Ziel auf einen Fight. Ja, das würde ich gerne. Ich würde mich gerne mal drehen. Wenn die Kamera zu nah dran ist, drücke Steuerung. Ah, um in den taktischen Modus zu wechseln. Okay. Mir wäre es aber eigentlich lieber, wenn die sich drehen lassen würde. Das scheint aber nicht zu sein. Im taktischen Modus hast du einen besseren Überblick über das Schlachtfeld. Bewege, was auch immer. Verwende die Aktion bewegen, um dich davon wegzubewegen. Wovon denn wegbewegen? Also erstmal bewegen. Ich soll mich von ihm wegbewegen, nehme ich mal an, ne? Aber warum soll ich das machen? Ich will ihn noch angreifen. göttlicher Blitz. Da war uns auch wieder so ein Ding. Oh. Wow, hallo. Leute, geht's noch? Strike! Der Gegner wendet dir den Rücken zu. Das ist schön. Kann ich den jetzt töten? Verwende einen physischen Angriff, um ihm in den Rücken zu fallen. Wieso darf ich denn keinen Power-Angriff benutzen? Leute. Rutterschaden bedeutet, du hast ihm mit einem Angriff in den Rücken zusätzlichen Schaden zugefügt. Ja, hat aber nicht allzu viel gebracht. Das ist kein positives Erlebnis gerade. Achso, ich kann nichts machen, weil ich... Mist. Weil ich zu weit weg bin, ne? Kann ich hier noch weiter weg? Nein, ich will nicht rein. Ich will noch weiter weg. Geht aber nicht. Okay, da muss ich erstmal hinkommen jetzt. Das ist ja ätzend. Du oder ein Feind haben sich auf dem Nexusfeld bewegt. Während des Kampfes kannst du bis zu 4 Einheiten auf einen unbesetzten Nexus bewegen. Aber ich wollte gerade sagen... Ah, das geht immer weg. Nein. Okay,
Ich bin gerade etwas überfordert. Wahrscheinlich flattert der jetzt hier wieder durch. Und nichts passiert. Ich kann sie jetzt auch nicht schützen und nichts. Mächtige Zauber gewirkt. Zauber sind mächtige Fähigkeiten, die für eine lange Zauberzeit erforderlich ist. Während ihrer Dauer kannst du leicht von physischen Angriff unterbrochen werden. Ja, ist ja alles schön und gut, aber ich durfte ja nichts machen. Du oder ein Feind haben Schaden erlitten. Fähigkeiten und Aktionen fügen Einheiten oftmals Schaden zu, wenn die Lebenspunkte einer Einheit auf Null sinken. Wird sie bis zum Ende des Kampfes K.O. geschlagen? Oder bis sie mit Hilfe eines besonderen Gegenstandes, was auch immer, ich denke mal, wiederbelebt wird oder sowas. Ich will jetzt aber endlich mal angreifen. Was mal wieder nicht allzu viel gebracht hat. Ja, geil. Ich könnte ihn theoretisch da hinstellen. Das Problem ist, dass ich dann auch Schaden erleide, nehme ich mal an, ne? Wenn ich auf dem gleichen Feld stehe wie er. So, du schlägst jetzt erstmal richtig zu hier, bitte. Nicht wie ein Mädchen, ja? Ah, das ist schon mal ganz gut. Das ist aber überhaupt nicht gut, was hier gerade abläuft. Sie steht jetzt da oben, okay. Blitzstark wird ihn wahrscheinlich nicht allzu sehr beeindrucken, nehme ich mal an. Ich probiere mal Feuerschlag aus. Ja. Ah! Ist der am Brennen? Der ist dann nachher noch so ein bisschen runtergegangen. So, komm, du hast nicht so viel Kraft, aber du machst jetzt weiter. Oh, jetzt kanalisiert er schon wieder irgendwas, oder? Okay, ich muss mich sowieso bewegen, weil ich sonst nicht angreifen kann. So, dann probieren wir mal den Eisschlag aus. Wow, also ich würde sagen, der macht richtig gut Schaden im Vergleich. So, du bewegst dich jetzt darauf hin und dann wird der wieder in die andere Richtung laufen. Von euch weg. Da wette ich fast drum. Oh, das hat die trotzdem getroffen, oder was? Ey, die löschen gerade eure ganze Generation aus. Könnt ihr nicht mal mit ein bisschen mehr Enthusiasmus daran gehen? Ein bisschen mehr Kraft? Das ist nicht euer Ernst hier. Mist, ich kann mich... Das ist doch scheiße. So, ich kann nicht auf sein Feld gehen, ne? Komm, mach den platt. Sieht hier gerade so gar nicht gut aus. Deine Aktion wurde von einem Feind unterbrochen. Wie? Oder du hast einen Feind unterbrochen, wenn ein Charakter... Ach so, ja, wir haben ihn unterbrochen, dadurch, dass ich angegriffen habe, ne? Wenn ein Charakter oder ein Feind einen physischen Angriff gegen eine Einheit einsetzt, die aktuell ein Zauber wirkt, wird diese unterbrochen. Ja, ja, wir haben ihn unterbrochen, okay. Sich von Feinden zu entfernen ist oft eine gute Idee, um Unterbrechungen zu vermeiden. Ja, okay. Physische Angriffe haben meist nur was auch immer. Gut, wir dürfen nicht zu Ende lesen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Du läufst schon mal dahin. Dein Schwert ist so schwer, dass du es nicht mehr hinkriegst. Aber die macht ihn doch jetzt fertig, oder? Ja, geht doch. Oder? Hallo? Hilfe? Thank the gods, you're safe. There's no time to lose. You must take me to the headquarters, quickly. They're waiting for me to conduct the ritual. We can fight back and smite these wretched Archelites. We can win this war. I can win this war. But I need you to take me to the mountain right now. That's exactly where we're going. Good, good, good. What were you waiting for? Let's go! Ja, statt dumm rumzulabern, solltest du vielleicht mal was tun, ne? Uns heilen oder sowas unterwegs. Das wäre für einen Vorteil. Hier war doch irgendwo so ein leuchtendes Teil eben. Das habe ich im Kampf gesehen. Da. Natürlich direkt am Feuer. Hallo. Hä? Kann man das nicht mehr... Hallo? Oder war das nur, weil ich geheilt werden musste eben?
Keine Ahnung. Also jetzt nimmt es anscheinend nicht mehr an. Fight back. Win the war. If this is a joke, Supplicant, it's a bad one. Don't doubt the words of a Sanctorium priest, soldier. The gods punish those who lack true faith. Faith? Faith? Not a good time, Ordo. Nee. Look around, you priest! Are the gods here to help us? Anywhere! Show me, and I'll show you true faith. Ordo, drop it! We don't have time to argue! The gods will present them the truth, and the non-believers will understand too late the extent of their foolishness. Ich hab da ein ganz ungutes Gefühl. Ja, und schon ist es passiert. We don't have time to stop. Keep going! Hey, what's wrong? Stay away from me! Ordo! Is that man corroded? Don't let him anywhere near me! We shouldn't even be breathing the same air! We should be leaving him here and— Calm down, pal. It's not supposed to spread that fast. Maybe it's not what we think it is. No, Darian. I know this is it. I can already feel it creeping into my mind. Kill him now! That's an order! Shut up! This is our comrade! Darian! I won't be able to resist it much longer. Please, do it quickly! Ordo, do it! Oh, komm! Der ist doch viel stärker als sie. Willst du mich jetzt veräppeln? Oh, bringt ja fast gar nichts. Ach du Schande. Da hat der noch mehr gebracht, oder? Hui, der hat gut was gebracht. Okay. Ach Mist, jetzt kann ich es nicht mehr nachgucken. Ich wollte jetzt mal gucken. Ja, man kann es auch nicht amüsieren jetzt. Ich wollte eigentlich mal gucken. Ich meine, da wurde mir nämlich gerade was angezeigt, was vielleicht darauf hindeuten ließe, weil das hier war, glaube ich, knallrot, nicht so wie jetzt. Das könnte bedeuten, dass das mehr Schaden macht, aber ich bin mir halt nicht sicher. So, die kann nochmal, also macht sie natürlich ihren größten Schaden. Ich hätte ja eh nicht viel Schaden. Ich meine, vielleicht hat sie ja einen Schaden, das weiß ich nicht. Ja, bitte. Okay, aber wir sind noch lange nicht beim Berg. Also ich wollte hier eigentlich jetzt nicht stoppen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also gerade so diese ersten zwei Folgen sind jetzt noch nicht so der Burner. Also bisher zieht es mich noch nicht so in den Bann. Ich meine, optisch ist es okay. Was kommt jetzt? It's that thing again! Ugh. It's coming for me! It's going to kill me! Protect me! Syl! I'm ready. Ist das jetzt euer Ernst? It's becoming stronger by the minute. If this continues, we don't stand a chance. Was ist denn mit dem Ding hier?
Werde ich nicht erfahren, weil ich muss mich bewegen, okay? Nein! Ach, ich dachte, das wäre eher... Ach, so eine verdammte Hacke. Ich gucke auch nicht mehr richtig irgendwie. Jetzt habe ich auch nicht gelesen, was da stand. Ja, es läuft ja schon wieder super in der ersten Runde jetzt hier. Kann man... Hallo, kann man auch ein bisschen was sehen? So, was ist jetzt hiermit? Weiß keiner. Ja, geil. Okay. Kann ich also weder zerstören, noch kann ich es benutzen, obwohl das so komisch gelb leuchtet? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da können 3 draufstehen, da 2, weil das Ding da steht, vermute ich mal. Ja, es war klar. Ich konnte noch keinen einzigen Schlag machen und bin dann schon fast... Ich will jetzt nicht sagen, fast hinüber, aber... Naja. We have to find something. Der war jetzt lustig, ja. Er kann mal wieder nichts machen. The rocks. We need to cause a rock slide somehow. The ballista. Auf dem Schlachtfeld befinden sich möglicherweise Elemente wie das Wurfgeschoss, mit denen du interagieren kannst. Versuche es zu verwenden. Ach, jetzt auf einmal kann ich es doch verwenden. Okay. Dann... Achso, das ist er. Stopp, stopp, zurück, halt. Aber er kann auch nichts machen. Haha. Das ist natürlich blöd. Also können wir uns wieder nur bewegen und den ganzen Tag nur rumlaufen, statt anzugreifen. Und sie wird jetzt angegriffen, doch nicht? So. Benutze die Interaktionsleiste. Visiere dieses Gebiet an, um einen Feldsturz zu verursachen. Das ist schön, weil ich da gerade stehe. Danke. Okay. Come with me. Yes, hurry. We must hurry. You have to close the door. Close the door now. We are not leaving Darian behind. Close the door, I said! Come on, Darian. You can do it. What are you waiting for? Close it! I can't. It's jammed. You have to do something. It's coming for me. Do something! What are you doing? To safety. Save Harion. Survive. Do it for me. Shut up, Syl. I still owe you a date, remember? Open up! We'll beat this thing together. Just open the damn door! Goodbye, Darian. Syl!
Get up. She has accomplished her mission. Yours is still unfinished. Come with me. What is this? Bear witness, soldier, to the miracle made possible by the sacrifice of your comrades. Fate dictated that you would come. And so I have. Then come. Take your rightful place in eternity. I am ready, Your Highness. Ab intra examino, cresci deum dor, fortis in arduis. I am ready. Sperat. Ab intra examino, cresci deum dor, fortis in arduis. Facet sperat. Ab intra examino. What the hell happened? What happened to them? They ascended. And look what their sacrifice has brought about. Hope. Hope for all of Herion. Hope that this terrible war will one day come to an end. Hope? Everyone is dead! What kind of hope is this? The only kind we have. This is what I feared. His soul wasn't whole. The crystal needs another sacrifice. Sorry. It has chosen you. Find comfort in knowing that your death was necessary. Not many people can die with the certitude that their death is meaningful. Survive. No! All that matters is the greater good. Don't struggle. You will only make it worse. Ab intra examino, crescite undo, fortis in arduis, facet spera! Stop this! Was kann ich ihm machen? I told you not to struggle! You will sour the sacrifice! Ach, halt die Klappe! Kann ich das so stören? Ab intra examino, crescite undo, fortis in arduis, facet spera! I refuse to die here! No!
I wasn't the hero I thought I'd be. This wasn't my war. Not anymore. At that time, when I thought I'd die in the snow of the beyond, my thoughts were with my family. My mother. My sister. I realized then that if I could choose what to give my life for, it would be for those I love. Brother, I have dire news. Mother has caught the corrosion. I managed to get some time off from the Sanctorium to take care of her. Don't worry. She's not in pain. Not yet. Although her days are numbered, there's still hope. For I may have learned of a way to cure her. But to find it, I need you. Darian, please come home. Edge of Eternity.